Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, ich freue mich, dass ihr alle dran seid. In Johannes, Kapitel 5, Vers 3, für dich. Da fordert Jesus uns ab, dass wir hatschitje im Namen von wem die Menschen kommen oder auch wir selbst, in wem sie Namen gehen. So, Jesus sagt, er kommt nicht in seinem einen Namen. Er kommt im Namen vom Vater. Vom Vater im Himmel. Aber, sagt Jesus, sie würde irgendwem abnehmen, denn sie in einen Namen kommt. So, wir sind vorhin reden mit Menschen, um zu gehen in Menschen tot zu hören, die uns ihre eine Weisheit vertellen, was sie selbst geliebt haben, was sie selbst leben und was sie sonst noch alles weiten. Nicht immer kommen diese Menschen von Gott und kommen auch nicht in Gott sie Namen. Das heißt, Gott hat sie nicht geschickt. Wenn wir rausgehen, eine andere Menschen mit dir zu reden, Zeugnis zu geben, oder was immer wir tun, was immer wir tun, dann sollen wir dort im Namen Gottes tun. Das heißt, Gott fragen, ob er uns rutscht. Gott fragen, ob wir in seinem Namen gehen dürfen. Weil wenn Gott uns schickt, dann dürfen wir seinen Namen brücken. Wenn Jesus uns schickt, dann dürfen wir im Namen Jesus gehen. In im Namen Jesus müssen die Krankheiten weich gehen, die Dämonen müssen weich gehen. Im Namen Jesu, der wir das Wort verkündigen, und die Menschen waren geraten, wenn sie an Jesus leben, das ist was sehr Großes, in ein sehr großer Unterscheid, ob wir in unserem Namen gehen oder im Namen Jesu. Herr Jesus, ich bitte, dass du uns Licht gibst, dass wir das erkennen, wo wichtig das ist, dass wir in deinem Namen gehen. Und wo wichtig das auch ist, dass wir auf die Menschen herrschen, die in deinem Namen kommen, nicht in ihrem einen Namen. Halb uns diesen Unterscheid zu erkennen, Jesus, mit deinem Heiligen Geist. Das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp möchte bei dem Namen Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.